Bei perfekten Wetterbedingungen ging vergangenen Samstag das letzte Heimspiel des UFG Grieskirchen-Pötting gegen Waldburg über die Bühne. Fans und Spieler fieberten diesem Match bereits gespannt entgegen. Wir spielen heute gegen den Zweitplatzierten, gegen Waldburg, das ist mein Ex-Verein. Und ich möchte natürlich unbedingt gewinnen. Ich möchte meinem Ex-Verein zeigen, dass ich gut bin. Und wir werden sicher rackern und Vollgas geben. Ja. Wir freuten uns, wenn ein bisschen mehr da waren. Aber wir haben einen treuen Anhängerclub, muss man sagen. Die sind immer da und wir haben immer viel Spaß. Und insofern ist das immer eine wunderschöne Sache bei unserem Faustballspiel. So kurz vor dem Vatertag zeigte die Grieskirchner Mannschaft, was sie faustballtechnisch so drauf hat. Dann könnte doch eigentlich gleich doppelt gefeiert werden. Unsere beiden Kinder, die Anna, die ist erst 18 Monate, der Jonas 5 Jahre, die haben für den Papa gemeinsam ein Geschenk gebastelt. Und sie wecken ihn am frühen Morgen auf und werden ihm dann ein Frühstück bereiten und ihm das Geschenk überreichen. Und ja, das ist mit den kleinen Kindern eigentlich schon was Besonderes. Dass morgen die Kinder gesagt haben, Papa, morgen gehst du mit und mal bauen. Und da muss ich mitgehen und das werde ich machen. Und höchstwahrscheinlich werde ich es einladen. Also es ist ein schöner Tag. Ja, habe ich noch kein Geschenk, aber ich glaube, mir fällt mir was ein. Ich werde meinem Papa ein bisschen Schokolade schenken und eben ein Bild, was wir gemacht haben in der Schule. Und ich habe noch einen Kuchen daheim gemacht und ein Frühstück werden wir eben in der Früh machen. Waldburg zwang zwar anfangs die Grieskirchener Abwehr rein zu Glanzparaden, jedoch nahmen Karl Rick und Co. das Zepter vom ersten Ball an in die Hand. Mit einem mehr als überzeugenden 4:0 Erfolg gegen Verfolger Waldburg wurde auch das letzte Spiel im Aufstiegsplayoff sicher gewonnen und so der Klassenerhalt in überzeugender Manier gesichert. Ja, das Spiel war natürlich traumhaft. Wir haben sehr stark und konzentriert begonnen und haben das bis zum Schluss fertig gespielt und haben die Meisterschaft würdig zu Ende gespielt. Ja, wir haben als UFG Grieskirchen-Pötting den Zuschlag für die Europameisterschaft 2016 der Männer in Grieskirchen erhalten. Wir sind super happy damit, dass wir das veranstalten dürfen. Das wird nächsten Jahres, 26. bis 28. August in Grieskirchen stattfinden, also haltet euch da schon mal einen Termin frei. Die Vorbereitungen haben schon begonnen. Wir werden sicher einen tollen Event machen, einen tollen Sportevent, wo sich alle drauf freuen können.